das ist die Plaza de Nardò, an der wir uns verabredet haben. Der Name, der offizielle Name stimmt nicht, aber das ist die berühmte Burg. Die Burg, wo jetzt irgendwas drin ist, eine Schule oder sowas. Und der Verkehr flutet um mich, Wasser ist natürlich keins da. Und die Sonne kommt von vorne, wie man sieht, jetzt immer schlechter. Und die Autos rotieren und rotieren und fahren und fahren. Da ruft einer. Che pasa? Avanti, avanti. So, Pellicula. Para YouTube. Das ist die Werbeanlage hier. Das Zentrum des Platzes. Und das sind die Fliesen. Ganz toll. Auf der Rückseite steht der Bürgermeister 1961. Das ist die berühmte Fontane, von der dann Fontane, nicht Fontane, sondern das Wasser rauskommt. Das Wasser war einmal und ist nicht mehr. Aber hier wird gerast und wie ihr gesehen habt, gibt es auch Unfälle. Der modernste Bau am Ort. Richtig toll und laut ist es. Und das ist eine Pinie, sagt man auf Deutsch. Und die Cafés sind da. Und der Bus, der kommt einfach nicht, der Sauhund. Und unsere verabredeten Leute kommen auch nicht. Ich dachte, das wäre der, der einfach stehen geblieben war. Aber er ist es nicht. Er ist es nicht. Er ist es nicht. Da kommt wieder eine hübsche Frau und noch ein Auto. Die denken alle dran. Wir denken alle dran. Und das ist der berühmte Stadtplan. Oh, wo ist er? Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er, der Stadtplan. Seht ihr ihn? Nichts zu sehen, ist auch okay. Und jetzt sehen wir die Grünflächen. Das ewige Grün Italiens ordnet sich in bester Manier um den Brunnen herum und trocknet vor sich hin. Tut mir leid, aber die Italiener, mit denen wir uns verabredet haben, kommen wir nicht. Dafür könnt ihr nochmal die schöne Fontane besichtigen. Ciao!